In diesem Moment tritt Christian Kern vors Mikrofon. Meine Damen und Herren, diesem Sonntagnachmittag, ich möchte auf einen Punkt eingehen, der in den letzten Tagen die Diskussion intensiv bestimmt hat in der Öffentlichkeit. Es geht um die Frage diverser Facebook-Seiten in diesem Wahlkampf. Wie Sie wissen, habe ich vor einiger Zeit bereits festgestellt, dass es ein erheblicher Fehler war, Dahl Silberstein in unserer Kampagne zu beschäftigen. Unser Vertrauen wurde missbraucht. Wir wissen heute, dass dieser Fehler weiterreichender gewesen ist, als wir vermutet haben. Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass mit diesen Inhalten aus diversen Schmutzkübeln wir nichts zu tun haben wollen. Mir hat auch der Bundesgeschäftsführer versichert, dass seitens der Partei hier keine Unterstützung dieser Seiten passiert ist, dass wir damit nichts zu tun haben. Es hat sich hingegen mittlerweile herausgestellt, dass jedenfalls einer unserer Mitarbeiter involviert war, der dort eine offenbar strategische Hinweise gegeben hat. Das ist natürlich nicht akzeptabel, kann natürlich in einer Kampagne nicht sein, dass man da kein umfängliches Bild über die Entwicklungen und Vorgänge hat. Und die Konsequenz ist gewesen, dass gestern der Bundesgeschäftsführer seine Aufgabe niedergelegt hat. Mir ist wichtig, dass wir volle Aufklärung über diese Vorgänge bekommen. Wir haben uns deshalb entschieden, eine interne Taskforce einzusetzen, die hier nochmal gründlich, transparent und öffentlich einsehbar die ganze Geschichte aufarbeitet. Ich werde vorschlagen, dass Christoph Matznetter, ein gelernter Wirtschaftsprüfer, diese Aufgabe übernimmt. Wer ihm dabei unterstützt, werden wir noch entsprechend festzulegen haben. Bemerkenswert ist allerdings, dass es eine Reihe von weiteren Fragen gibt, deren Aufklärung mich ähnlich intensiv interessiert, wie das vermutlich bei Ihnen der Fall ist. Einer dieser Punkte ist, wir haben die Zusammenarbeit mit Herrn Silberstein, ich denke, es war der 17. August, beendet. Das war der Tag, als es zu dieser Verhaftung gekommen ist. Wir haben damals auch entschieden, dass sowohl Silberstein als auch alle Mitarbeiter, die aus seinem Team waren, aus der Kampagne abzuziehen sind und haben jetzt festgestellt, dass Aktivitäten, die vermutlich auf Silberstein zurückgehen, weitergeführt worden sind. Wir haben da kein volles Bild, ich sage Ihnen, wie das ist. Wir haben da versucht, so weitgehend als möglich Licht in die Sache zu bringen, aber ich denke, dass wir da noch deutlich tiefer graben müssen. Was ich besonders bemerkenswert finde bei der Weiterführung dieser Aktivitäten, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass es nach dem Abgang von Silberstein hier zu einer massiven Beschleunigung des Tons gekommen ist. Ich beziehe mich da insbesondere auf die antisemitische Propaganda, die hier betrieben worden ist, die ich persönlich zutiefst und aus vollster Überzeugung ablehne, auch deshalb, weil ich persönlich ein enges Verhältnis mit Herrn Soros habe, ihn mehrfach getroffen habe, mich mehrfach mit ihm ausgetauscht habe und zuletzt ihm auch angeboten habe, dass wir im Konflikt, den er mit Viktor Orban hatte, seine Universität in Wien ansiedeln, beziehungsweise ich auch bereit bin, ihm hier auf europäischer Ebene zu unterstützen, damit er hier eine gute Lösung für seine Universität findet. Umso ärgerlicher, dass das in diese Richtung weitergespinnt worden ist. Zwei Fragen, die dann ebenso relevant sind. Die erste ist, wie kann das sein, dass das Mitarbeiter sind, die das betrieben haben, die langjährige Mitarbeiter von anderen Parteien gewesen sind, was im Herzen unserer Kampagne, wie soll ich sagen, zumindest unkonventionell ist, jedenfalls aber aufklärungsbedürftig. Und daraus resultiert natürlich dann auch die Frage, wer diese Aktivitäten finanziert hat. Wir werden unsere diesbezüglichen Vereinbarungen mit Silberstein offenlegen. Wir haben einen Vertrag gehabt, der mit dem 17. beendet worden ist, einseitig von unserer Seite, und seither hat es jedenfalls von uns keine Zahlungen mehr an Dahl Silberstein gegeben. Aus meiner Sicht natürlich ebenso interessant, diese diversen Dossiers über Unternehmensbeteiligungen meiner Frau, die da verschickt werden. Wer tut das, mit welchem Interesse, warum werden da falsche Tatsachen in die Öffentlichkeit gebracht? Ich bin dankbar, dass es nur eine einschlägig beleumundete Zeitung geschafft hat, das auch tatsächlich zu veröffentlichen. Aber nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wer dahinter steckt, weil da geht es ja ganz offensichtlich darum, auch eine private Existenz zu zerstören. So, wir wissen, dass der ganze Vorgang einer ist, den wir schon seit einiger Zeit beobachtet haben, wir immer wieder festgestellt haben, dass Materialien aus unserer Kampagne in die Öffentlichkeit gespielt worden sind. Ich habe das mit Interesse festgestellt. Wir sind davon ausgegangen, dass man das möglicherweise in Kauf zu nehmen hat, wenn es da illoyale Mitarbeiter gibt. Allerdings haben
diese Leaks eine gewisse Dimension erreicht, wo wir uns auch fragen, was sind da eigentlich die Verhältnisse der handelnden Personen gewesen, weil auch in diesem Fall findet man interessante Querverbindungen zu anderen Parteien. Alles das werden wir versuchen ans Licht zu bringen. Die Sache wird mit dem 15. Oktober nicht beendet sein. Ich gehe davon aus, dass allen, die hier sich schädigend gegenüber uns verhalten haben, wir mit entsprechenden rechtlichen Schritten verfolgen werden. Das wird so sein. Insbesondere interessiert mich dann allerdings auch noch, wenn Sie sich diese ganzen Seiten anschauen, das Groteske daran ist ja, dass das Material zu mehr als zwei Drittel aus Bezichtigungen und Herabwürdigungen meiner Person besteht, was ja eine besondere Groteske ist. Also ich frage mich, wie unmoralisch muss man sein, um sowas in Auftrag zu geben oder sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Aber auch das wird einer der spannenden Fragen sein, weil wir haben bislang ja immer nur von zwei Seiten gesprochen. Wie wir wissen, gibt es aber auch eine dritte, die Wahrheit über Christian Kern, die ja mindestens so brutal gewesen ist wie die beiden anderen. Und auch da würde uns natürlich interessieren, wer da dahinter steckt. Wir hoffen, dass das mit der Zeit ans Licht kommen wird. Wir werden unseren Beitrag leisten, aber ich denke, dass hier andere auch einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten hätten. Danke soweit. Diesen Seiten gewusst. Ja, das, was ich Ihnen gesagt habe, wir haben intern auch die Mitarbeiterteams mehrfach nachgefragt. Also das war ich nicht persönlich, aber die Mitarbeiter. Die Auskunft ist gewesen, hier gibt es keinerlei Querverbindungen. Es gibt vor allem keine finanziellen Verbindungen, wo aus der SPÖ hier Rechnungen bezahlt worden sind. Und vor dem Hintergrund ist das der Wissensstand, den Georg Niedermüller-Bichler auch gestern gesagt hat. Ich bin davon ausgegangen, dass das mit uns nichts zu tun hat. Ich muss auch dazu sagen, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass wir Seiten, wo ich persönlich oft und oft genug Zielscheibe war, auch noch irgendwie die Finger irgendein Mitarbeiter bei uns drinnen hat. Die Logik entzieht sich leider mir völlig, wo man sowas macht. Geht nicht? Wurscht, ja jetzt. Wie geht man denn mit dem Abgang von dem Herrn Niedermüller-Bichler um? Wird man das jetzt nachbesetzen noch vor der Wahl? Wartet man bis später, weiß man schon, wer es machen könnte? Nein, wir werden jetzt einen interimistischen Vorschlag machen. Den werde ich heute den Mitgliedern des Parteipräsidiums näher bringen. Das wird jetzt in der nächsten Stunde passieren. Wir werden das dann kurzfristig über die APA entsprechend bekannt machen. Letzte Frage, Herr Bieber. Haben Sie eine Hypothese, wer die Mitarbeiter bezahlt hat für diese Kampagnen auf Facebook seit 7. August? Was ist Ihre Arbeitshypothese, wer dahinter steckt? Also die Frage ist, das stellt sich schon ja vor dem 17. August, aber nach dem 17. August eindeutig und mit noch größerer Dringlichkeit. Ich kann sie Ihnen nicht beantworten, ich möchte da auch nicht spekulieren. Aber dass da Geld geflossen ist, spätestens wie es darum ging, diese Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist aus meiner Sicht ganz klar. Insofern ist das das, was ich derzeit weiß. Wir hoffen, dass wir da mehr darüber hinaus bekommen werden. Dankeschön. Gut, danke.